So viele Fotografien aus seiner Schaffensära hatten für Peter Lindberg eine persönliche Bedeutung, dass er 2 Jahre brauchte, um 140 Bilder für die Ausstellung auszuwählen. Viele bisher unveröffentlichte sind darunter Momentaufnahmen vom Rande der großen Fotoshootings mit den Supermodels, aber auch Landschaftsfotografien. Jetzt ist das wirklich ein Geschenk an uns, dass wir in dieser Ausstellung die Möglichkeit haben, ihm im Prinzip über die Schulter zu schauen und seinen Blick auf sein Werk nachzuvollziehen. Deutlich wird, den Mann, der im vergangenen September verstarb, interessierten weniger Glitzer, Glamour und Mode, sondern vielmehr die Menschen vor seiner Kamera, ihre Persönlichkeit, ungeschönt. Das ist auch ein Teil des Schlüssel zu seinem Werk, warum wir dort Menschen in den Fotos begegnen, die sich öffnen, die im Prinzip es zulassen, dass ihnen jemand mit der Kamera im Prinzip sehr nahe kommt und sich nicht verstellen. Wer bin ich wirklich, scheinen viele der Fotografierten den Betrachter zu fragen. Auch der zum Tode verurteilte US-Häftling in Lindbergs Arbeit Das Testament. Eine halbe Stunde lang ließ Peter Lindberg ihn in einen Spiegel schauen, hinter dem sich seine Filmkamera verbarg.